Actual Fuckman. Ist das eine Anspielung auf Evolution? Also der Mund passt halt nicht ganz. Könnte auch auf Transmetropolitan sein, aber auch da passt es nicht ganz. Ich bin verwirrt. Wir brauchen auf jeden Fall noch den Stern. Und diese Billardkugel und dieses Peak Ass. Und diesen Mond und diesen Haken. Und zwei Sachen. Ich nehme erstmal den Hut da weg. Dann haben wir nämlich definitiv das Teil. Dann brauchen wir diesen Magneten. Ich bin mir noch nicht sicher, was das sein soll. Dann können wir das noch bewegen. Da ist die Feder drunter. Und das noch bewegen. Da ist der Schlagring drunter. Und das Ding bewegen. Da ist... Das soll eine Batterie darstellen. Okay, spannend. So, und das letzte Teil, was wir brauchen, ist was genau? Also es muss ja jetzt schon offen irgendwo liegen, aber ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Also es könnte halt irgendeins von den Holzstücken sein, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Eine von den Karten hier ist es auch nicht, oder? Ach, also würde halt schon keinen Sinn machen. Also es muss auf jeden Fall irgendwo offen liegen. Es kann nicht noch irgendwo drunter sein. Ist das die Streichholzschachtel? Es ist die Streichholzschachtel, okay. Gefunden, Magnet. Ah ja, und das ist ja jetzt einfach ganz magisch durchgeglitscht. Natürlich. Natürlich. Guess the storm did something with the electricity. Was für ein Sturm denn? Der Sturm hat was mit der Elektrizität. Was denn für ein Sturm, Junge? Okay, wir müssen alle Sicherungen ersetzen. Natürlich müssen wir das. Ein Glück haben wir hier vier Sicherungen drin. I hope this will work. Come in, come in. Believe it or not, I admire you. I can see all those losers ain't been able to stop you from getting here. So I have a proposition for you. Come work for me. I surely need a guy as capable as you are. I didn't come here looking for a job. In fact, my future looks brighter than yours. Slow down, friend. That's no way to treat somebody who's offering you a job. Maybe you need a little bit more negotiation. Will 100,000 be enough? It has nothing to do with money. Neither of these things can bring Barbara back. Are you really going to pull the trigger because of her? Silly, silly boy. Okay. Let's measure our strengths. Oh Mist, wir haben ja gar kein Sammelobjekt. Dann haben wir tatsächlich irgendwo eins verpasst. Schade eigentlich. Wie immer. Wie immer. Wirklich?
That's him! He killed him! Hardly, boy. That man was with me in his apartment when all this happened, so he has an alibi. Thank you, Lieutenant. Leave the rest to me, my friend. Take care. Es war schon eine ziemlich beschissene Geschichte, möchte ich sagen. Also es ist schon einfach sehr schlecht. Kein Noir-Detektiv hätte den Bad Guy einfach so erschossen. Also halt einfach nein. Es ist halt so... Was? Das hat sich billig angefühlt. Nein, es hat sich nicht nur so angefühlt, es war billig. Aber das Gute ist, wir haben noch ein Bonuskapitel. Ja, moin. Was mich freuen würde, ist, wenn ich jetzt in die anderen Locations zurück könnte, um das letzte fehlende Teil zu suchen. Aber das wird einfach nicht funktionieren. Ja, ganz ehrlich... Nein, ich möchte auch das alles nicht. Wenn ich jetzt die Hauptstory nehme, fangen wir wieder von vorne an, ne? Naja, schon. Okay, never mind. Dann ab ins Bonuskapitel, würde ich sagen. Los geht's. 5 Jahre früher. Rede mit deinem Vater. Oh, muss das sein? Wer von den drei Männern ist unser Vater? What a beautiful day. The weather is perfect for knife-throwing practice. But before that, I must show you something, my sons. I've been doing some cleaning up, and look what I found. Our old photo album. I'm so proud of you. Here, let's take a look before we start practicing. Ich will mir keine Fotos angucken, Vater. Ich will auch nicht dieses blöde Foto-Minigame nochmal spielen, was wir schon dreimal oder so im Hauptspiel hatten. I remember when I first came to the orphanage. That old rural building. So, wir sind gar nicht seine leiblichen Söhne. I couldn't decide which one to adopt. Oh, ich kam ins Waisenhaus und es war so voller knuffiger Kinder und ich konnte mich nicht entscheiden. Da habe ich sie einfach alle genommen. Ich nenne sie meine Rügenwalder. Ich habe ihn auch allen eine Mühle auf den Arsch tätowiert. So, wo ist jetzt der... Ja, das ist die Nationalmannschaft von 54 oder so. Keine Ahnung. Aber wo ist der letzte Fußball? Wen oder was kann ich hier zur Seite schieben? The fuck? Ah. Beim vierten Mal klicken geht das Fenster dann auf. You guys. You were very pure, bright and got along together so nicely. So I couldn't pick just one of you. Then I decided to adopt all three of you. And look at us now. We are a true family. I'm so proud of you, my sons. You make my life complete. Beginne deinen großen Auftritt. Ich bin gespannt. Oh, einer der Knöpfe ist abgefallen. Das ist aber ärgerlich.
Woran erkennen wir übrigens, dass Corona ist? Richtig, in Wirklichkeit ist halt überhaupt niemand im Publikum, sondern das sind halt alles Pappfiguren, die sie halt in die Manege gesetzt haben oder in die Zuschauerränge, damit es halt voll aussieht. Können wir... Nein, da können wir wirklich nur das Ding angucken. Achso. Ist das einfach der Knopf, ja? Fehlt die Webcam zur Live-Übertragung? Wieso? Ist doch da. Verstehe das Problem nicht. Wir brauchen einen Schmetterling. Kendama. Was auch immer das ist. Ein Lutscher. Der ist hier. Buntstift. Der ist hier. Ein Messer. Oder mehrere Messer, eher gesagt. Ein Kreisel. Ein Smiley. Ist das der Smiley? Tatsächlich. Eine Blume. Er ist offensichtlich diese hier, ja. Eine Feder ist hier. Eine Fliege ist hier. Eine Brille ist dort. Der Stern ist hier. Und was ist jetzt Kendama? Ist das so ein Ding? Nee. Ah, so ein Teil, okay. Ich bekomme den Erfolg bestimmt nicht, weil du eigene Schwierigkeit gewählt hast. Also ich habe es ja schwieriger gemacht als den schwersten Schwierigkeitsgrad und wir haben das Achievement inzwischen bekommen. Also abgesehen davon, dass ich das eine Sammelobjekt halt verpasst habe, haben wir schließe ein Wimmelbild ohne Fehler inzwischen bekommen. Also schließe ein Wimmelbild ab ohne Fehler. Das haben wir. Uns fehlen zwei Achievements und zwar sammle alle Fußabdruck-Sammelobjekte und alle Sammelobjekte, weil uns halt ein Sammelobjekt fehlt. Surprise. Schade, schade. Ich muss meine Wässer so werfen, dass ich das Ziel genau in der Mitte treffe. Ist klar. Das war ja auch genau in der Mitte. Why is this knife different from other? Es reicht halt wirklich, wenn es grün ist, ne? Also es muss halt nie in der Mitte sein. God. Father, what happened? It's him. He did it. Ey, wir sind schon wieder im Knast. Wake up, Fox. You've got visitors. Das stimmt mit ihren Augen nicht. I can't believe what happened. Why did you do that, Fox? Why? It wasn't me, Alexander. I just... Shut up. I don't want to listen to you. You're a traitor and a murderer. I believe you, Fox. I don't have any proof yet, but I know you didn't kill Father. I will help you. Just give me a little more time. Until then, maybe you can get out of here by yourself. If I remember correctly, behind the bed is a secret passage. Try using it. Natürlich ist es mit dem Bett ein Geheimgang. In the middle of a problematic situation. I succeeded before and I will succeed again. Oh, das Bett ist angekettet. Huh. Schade aber auch. Is this homemade plaster? It's not that strong of a material. Maybe I could scrape it off and see what's behind. Okay, wir haben einen Schal gefunden. Toll. Und eine alte Brezel. Und diese Zahlenkombination.
Tim Schaar, kannst du dich aufhängen, weil du die Story nicht mehr aushältst? Wäre ein ganz guter Deal, glaube ich. Okay, zum Sägeblatt fehlt uns noch die restliche Säge, befürchte ich. Ah ne, wir machen das einfach so. Das geht schon. Wir brauchen keinen Griff. Easy peasy. Und Abfahrt. Bitte was? Ach so. Weil wir auf kürzestem Wege fliehen müssen, müssen wir jeden Knoten ablaufen, dürfen aber keinen Weg doppelt gehen. Police are here. I need to stop them. Oh nein, die Glassplitter sind überall auf den Brettern. Wir könnten auf keinen Fall das Brett hier anfassen und die Glassplitter runterkippen. Ah, besonders nicht, wenn wir es eilig haben. Somebody knew that I would come here. Fresher Beat. Leider hat er aufgehört. Hey, nach der April- und Juli- und keine Ahnung was Straße sind wir jetzt in der Januarstraße 12. Natürlich. Natürlich. Also, wir müssen das Ding erst zurechtschneiden. Ah, wenn wir doch nur Glasscherben hätten. Ärgerlich. Nicht? Okay. Ja, nee. Ist klar, wir machen den Griff ab. Beste Idee. Oh, ein Wimmelbild. Brauchen auf jeden Fall eine Heckenschere. Und einen Handschuh. Und brauchen wir eine Wurst? Nicht so, schade. Kletterseil, Fahrrad, Schuh. Fuck. Hier ist das Seil. Die Ratte ist hier. Dose, Uhr, Spule, Kette. Dose, Uhr, Spule, Kette. Ist das die Dose? Nee, aber das Ding muss weg. Und da ist das Warnlicht hinter, was wir gesucht haben. Okay. Ist das die Dose? Nein, diese Farbdose ist nicht die Dose, die wir suchen. Okay. Hier ist die Uhr auf jeden Fall. Schuh, Spule, Kette. Ja, super Schuh hat man sofort erkannt. Hier ist das Fahrrad aufgemalt. Irgendwo können wir noch irgendwas bewegen. Unter dem Maßband ist die Bandage. Das klingt vollkommen logisch. So, Spule, Kette und Dose. Das ist eine Spule? Ich hätte es ja für eine Garnrolle gehalten, aber okay. Das ist eine sehr zerknüllte Dose. Und das ist die Kette. Okay, wir haben ein Seil gefunden. Da machen wir jetzt den Haken dran.